Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallihallo. Hallihallo Isi. Lass uns erstmal Metall besorgen. Wo mein letzten Tod war, da habe ich wenigstens mal noch. Warte, ich müsste erst mal ein paar Pünktchen geben. Ich Oh komme. ja, er auch. Also könnte noch eins. Gehe ich mal auf Gesundheit und der Kollege. Der Kollege hat 4 Punkte abgekommen. 2 auf Gewicht, 1 auf Gesundheit und 1 auf Nahkampf. Ja, freu dich, freu dich, freu dich. So lange warten wir. So. Ich kann aber nicht so schnell, weil ich hänge die sonst ab, ne? Ja. Oh, was haben wir für ein Ei? Ein Stressei? Das ist doch ein Bronto-Ei, ne? Das ist so viel zum Thema, Gigantoraptor. Dann wirst du das brauchen, wenn es bis dahin Das durchhält. ist ein Diplo. Ja. Also Schubsi, naja. Dann hoffe ich mal, dass er tot ist, ne? Der schubst doch nur. Lass mir mal das in dein Inventar reintun, bitte. Der kann ja gar nichts. Und das Guck schmeiße ich mal. mal raus, ne? Das hier. Ich schmeiß weg erstmal. Das wiegt 250 Kilo. Ich schmeiß weg. Wir wissen noch gar nicht, was wir damit machen können. Mit normalen Eisen weiß ich, was damit anzufangen, aber sonst nicht. Du warst schon bereit mit einem Kilo, mit einem Kilo. Und Dödi? Mit dem Dödi. Metall zu farmen, ne? Ja. Habe ich halt verwechselt. Was ist denn hier los? 3 Kan ein Kano gegen. Da ist noch ein Raptor, zwei Raptoren. Ja, wir kriegen gleich ein bisschen Fleisch und Leder. Obwohl. Der Trike. Oder lass uns einfach vorbei, solange die beschäftigt sind. Ja. Dekano gewinnen. Dann ist es wohl ein ziemlich großer. So, hier. Hui, wer steht denn da und Ja, guckt mich ja. an? Oh, der Kleine hat dieselbe Farbe. Ein Weißer. Was bitte? Hast du einen Bug? Was ist das? Also Freunde, wir haben an unserer Einstellung gar Nichts nicht geschraubt. verändert. Wir haben einfach nur eine neue Karte auf den Server gezogen. Wir haben da gar nichts gemacht. Dahin ist ein Ist noch einer? Da Freddy, hinten? da ist ein Terry, Level 20. Was ist mit den Giga hier los? Warte mal, den muss ich mir auch mal angucken. Die tun ja so nichts. Ja, 365. Ja, da musst du mal deinen Kollege hier mal hier hinpflanzen. Du bist passiert, dann rennst du mir wenigstens nicht weg. Das Fleisch kannst du, das brauche ich nicht mehr. Da ist gerade irgendwas von dir.
Und den Bogen brauche ich auch nicht mehr. 365? Ich komm's nicht drauf. Ne, du? Nee. Ich wusste, ich habe was laufen sehen. Ameise. Da war aber genug Metall für die Schmelze jetzt, ne? Ja. Und dann wollten wir mal da hinten den Ausflug machen, ne? Da, wo wir diese komische Kettenstruktur Ja. gesehen haben. Schaffen wir das erst in die Schmelze und dann gehen wir mal gucken. So. So, kommst du? Ja, bring den Ja, hier ich hin. bring den mit. Au. Wieso? Habe ich dich getroffen? Ja, und jetzt bin ich bewusstlos. Also, aber es geht schon runter, alles gut. Aber ich bin fast tot. Aber ich habe doch auf den Stein gehauen und nicht auf Und ich dich. bin abgesprungen und dir wahrscheinlich genau dazwischen. Genau in die Genau dazwischen Spitzhacke. gesprungen. Ja. Ah, je. Die Karte ist echt interessant. Vor allem haben wir da auch gar keinen gegenseitigen Schaden. Ich weiß es nicht. So. Hey. Hier ist was los. Ich bin aber nervös, wenn so ein 365er hier einfach so ausflippt. Das Bett ist nicht weit. Aber das Bett ist weit, ich bin schon mal. Ups. Warte mal, darf ich dich mal kurz boxen, ob du Schaden nimmst? Ich nehme Schaden. Du hast mich Aha. ja, du hast mich ja am Anfang einmal Da ist geboxt. ein Freddy. Da würde ich, also den einen Stein mache ich noch, Komm, dann wir haben genug. lass uns verschwinden. 365 in weiß. Und da hinten einer in schwarz. Das wäre genau unser Pärchen. Also die Ja, Kinder, ne? ein Ei hätten wir schon, ne? Ein Ei hätten wir schon. Brauchst du nur ein Willi noch? Ach, immer mit der Ruhe. Ja. Also. Ich weiß, wie ich bin mit meiner. Wir sind doch hier runter. Ja, wir können auch hier lang. Da vorne ist wieder Ruhe. Also hier sind ganz viele Flusssteine. Ja, der kämpft ja hier gegen Bronto jetzt. Gut, dann vorbei. Oder wollen wir dem helfen? Nein. Dem Pronto, meine ich. Ich will. Nein, nein. Ach so. Was ist das für ein Level, diese Kano? Der hat den Bronto so gut wie fertig gemacht. Der ist 120. Er Petri. Der ist 35 hier, der Grüne. Ja. So, hier hatten wir letzte Nacht auch schon Stress mit Rex, ne?
Ja. Aber das ging günstig für uns aus. Ist das ein Hübscher? Aber Schleppi ist auch hübsch. Ja, klar. So. Einmal abladen. Ich besorge mit Holz. Da ist eine Menge zu schmelzen, ne? Mal guck, diese Riesenbäume, wie viel Holz die geben. Das ist so wie diese. Ein, zwei Mal drauf. Also nur Show. Ja, ne, die geben schon mehr. Also die Palme machen 140. Aber wir müssen einfach nur einmal schlagen und wir haben es nicht so eingestellt. Ich kann den Petrisattel bauen. Ich habe aus irgendeinem Grund 4 Punkte. Ja, Metallfarm. Also wir verschieben die Map rumgang und gucken hier in die Umgebung nach. Da können wir dann direkt hinfliegen. Ich lerne schon mal. Raptor. Jo, Raptor. Pterodon-Sattel, sehr schön. Oh. Was? Der ist wieder so ein Riesenbaumunfall. Ja, direkt vor die Base. Moment, Narkosepfeile draufsetzen. Also ein, zwei Raptor hier zu lassen, das wird dann wäre nicht schlecht. Ich habe noch Fünfola. Kommst du mit? Die waren gerade hier von unterwegs. Da vorne ist er. Und der ist momentan alleine. Ich ziehe schon mal Betäubungspfeile. Der schläft. Ich habe niemals geguckt, was das für ein Level ist. Ach nee, Och mach ihn nee. tot. Ich dachte, du hast vorher geguckt und Nee. weißt. Ja, mach ihn tot. Das ist, aber ich hatte noch eins gesehen. Also diese Brontos sind nervig, ne? Hast du was? Oi, oi, der ist aber durch. Der ist auch 20, der andere. Ach, da bist du. Ja, und der war nur 5. Aber was haben die fallen gelassen? Das ist. Der Steg ist 140, da könnte ich auch gut aufpassen. Hast du Lust auf ein Stego? Ja, warum denn nicht? Ja. Könnten wir Warte. hier irgendwo hier hoch? Von der Ruine? Ja. Hier sind ein paar Treppen. Ja. Aber wo du die Treppe hoch kannst, kann er auch, ne?
Ja, und dann müsste man halt hier rüberspringen irgendwie. Geht das so? Ah, fast. Oh, schade. Ja, man wird irgendwie rübergeschubst. Ich meine, wir können auch hier unten bleiben und uns immer hinter den Dingern ein Ja. bisschen. Da kommt er doch nicht durch. Lass mal versuchen. 37 Pfeile habe ich noch. Müsste eigentlich Welche ist reichen. das denn? Der da? Der da. Der gelbe. Ja. Und dann verschanzen wir uns hier drin. Ja, ich versuche den anzuschießen und ziehen. Ich habe Hitzewelle. 50 Grad. Der kommt. Alle beide kommen. Wie Okay. stark ist der andere? Warte, ganz schnell gucken. Die sind. 25. Okay, das schafft nicht, die schafft irgendwie nicht rein. Nee, das habe ich mir gedacht. Aber pass auf den Schwanzschlag auf, ne? So, welcher ist denn das jetzt? Der. Oh Ach nee, nee, du hast ihn Pachi. geärgert. Ja. Dann würde ich aufpassen, du bist bald tot, Ja. wenn du den nicht tötest. Ja, ist schon tot, alles klar. Der war 150 übrigens, ne? Wo ist denn der Stego jetzt hin? Ja, hier. Ah, okay. Der ist schon auf der Flucht. Nein, der will unsere Sachen kaputt machen. Glaube ich nicht, der ist auf der Flucht. Zum Ja. Thema glaube ich nicht. Ah, und meine Waffe buggt. Gut, der wird sicher die Foundation da zerschlagen, aber der muss bald liegen. Nicht die Prontos anschießen. Meine Waffe buggt jetzt auch. Ah, der liegt. Na, gucke mal. Au! Au! Jo. Ah, du Scheiße. Ich muss andere. Oh, sind noch zwei. Aber gut, wenn ich tot bin, ich bin zu Hause tot, ne? Ja, richtig. Das waren 20er. Respawn Bett. So, einen habe ich. Oh. Und den zweiten auch. Ey, der war so gut wie tot. Puh. Ey, was ist hier los auf dieser Map, ne? Ja. So ein Stress, sag, ich will nicht Stress sagen, aber so ein Action hat mir irgendwie noch nie. nicht den anziehen, sondern du. Gott, oh Gott, oh Gott. So, Bärchen. Ich habe 49. Ja, ist gut. Dann gehe ich erstmal nach Hause, müssen wir erstmal erholen. Ich habe nur noch ganz wenig Leben. Und die Hitze macht ihr übrigens, ne? Ja. Ich hatte schon ein Sternchen vorhin wegen der Hitze. So. Und du, was bist du denn für eins? Ein 20er. Ich erhole mich gar nicht. Also, hier ist alles kaputt. Ja, du hast ja Hitzewelle. Ja. Oh, das ist der Räucherschrank. Ja, ich weiß. Gib alles her. Okay, der liegt da, das ist ja nicht. Ich bin umgefallen.
bist gestorben. Da hat die Hitze jetzt. Jo, die Hitze macht den Rest. Zumindest bin ich jetzt wieder fit. Moment, kannst du die Klamotten ausziehen? Neuen Räucherschrank bauen. Bin schon dabei. Du hast es ja gelernt, ne? So. Räucherschrank. Ich brauche noch Faser und Stein. Ich brauche Faser und Leder und meine Klamotten. Alle kaputt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So. Also wir haben schon viele Anfänge, aber so schwer wie hier? Ja, aber ich finde das gar nicht so schlecht. So, Mörser, Tasche. Ist genug Wasser da drin? Ja, das ist voll. Kannst du ruhig trinken. Das da. So, eine neue Kiste bauen. So. Holz, Faser und Stroh. Kiste. Dann noch Mörser. Leder und Steine. Ich bin gerade kurz in der Reparatur. Also bei mir ist die Hitzewelle weg, ne? Ist er bis zum Bett gekommen? Guck mal, das eine Bett, wie der aussieht. Oh, aber offensichtlich. So, der Rest kommt wieder hier rein und dann. Guck mal. Reparieren. So, ist wieder alles auf Stand. Also der ein Schlag noch und der wäre durch gewesen. So, Stegosaurus Sattel. Ich weiß jetzt gar nicht, ab wann. Guck doch. Ich guck schon. Ja, kann ich machen. Mit 26 ist der. Gut, bastel ich den schon mal. Die gebe ich hier. Das war ja mal ein Klo, ne? Wir hatten das mal, da mal ein Klo reingestellt. Ja, richtig. So, Stegosattel. Also der ist sehr genüsslich. Der Stego. Ja, das dauert. Aber die Betäubung ist in Ordnung. Ist viel besser. Ich glaube, dann gehen wir dann doch erst morgen auf Erkundung. Oder wollen wir jetzt ein paar Petris suchen? Dafür war ja der Stego dann auch gedacht, dass er hier bleibt und ein bisschen aufpasst, ne? Genau. Lass uns mal. Ich nehme Raumatten mit. Betäubungspfeile. Hast du genug? Ich habe nur noch 22. Ich habe 15 Betäubungspfeile. Ja, der braucht eigentlich nur zwei, ne? Zwei Schuss. So, was ist da noch in der Tasche? Das? Ach, das ist deine Leichen, ne? Ja, da ist aber nichts drin und die Tasche steht trotzdem hier. Guck mal. Ja. Ja, muss er halt da stehen. So. Zu Fuß? Bist du. Die Rappies?
Rappi und Schleppi? Ja, weil du bist nicht angezogen. Warum? Es war für mich die Hitze angenehmer so. Ach so. Aber ich habe Schuhe an, nicht, dass ich irgendwas in die Füße kriege. 24 Grad sind jetzt, also. Muss ich meine Mütze wieder. Irgendwie fühle ich mich da wohler. Richtung Strand? Zur Klaumöwe? Alle ab zur Klaumöwe. Und am besten schön das Format aufteilen, ne? Ja, du hast recht. Halbieren und Viertel. Die Hälfte beim Dings rein, ne? Genau. So, alles klar. Und jetzt passiert, was natürlich passieren sollte. Was denn? Ja, du siehst keine mehr. Ganz normal, völlig normal. Klaumöwen sehe ich. Ja, die sind da. Mhm. Auf die kann man sich verlassen. Davon ist einer. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Diesmal. Wir zögern dann nicht mehr. So. Warte, da ist noch eins dahinter. Und wenn er mal kurz abhebt, ist ja auch nicht schlimm. 20. Aber nur eine betäubt, ne? Ja, ich habe schon in der Hand. Okay, dann mach. Wollte ich gerade sagen, hast du daneben geschossen? Zwei Schuss, das eigentlich braucht die eigentlich immer. Kopfschuss, der wäre sofort. Da ist eine Brücke. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Klaumöwe, also nicht lange rumdaddeln, ab ja. Aufs Tier. So, solange der pennt, wollen wir mal die Gucker auf die Insel? Ja, der braucht ja eine ganze Weile. Wenn die sie uns schon so eine schicke Brücke aufstellen, dann, ach, guck mal, dass wir keine nasse Füße kriegen. Aha, aha, aha. Hier ist nicht bewohnbar. Da hast du Klaumöwe auf Klaumöwe. 1, 2, 3. Hier ist auch nichts Besonderes, ne? Nee, ist einfach nur eine. Es geht rum. Da kommt Petri runter. Ja, das backt aber ganz schön. 40? Du hast eins gezählt. Schönen Dank. Jedes Mal. Also die Bär, guck mal, du hast Bär auf dem letzten Slot. Ja, aber keine Major-Bären, ne? Und die habe ich extra auf dem letzten Slot wegen Klaumöwen, weißt du? Was ist mit ihm hier? 40. Okay. Aber hier ist eine Ladekante. Ach, bei dir auch? Oh, aber eine fette. Ja. Was lädt er denn? Ich weiß. Ist hier eine Höhle drunter? Da ist noch eins. Okay. In
Noch erschieße ich keine. Schildkröten, zwei Stück. Also kein Grund zu sorgen. So, der Stego sieht gut aus. Der Petri ist fertig. Was? Ja, Walmart. Wann war schon Petri mit Walmart gezähmt? Ja, eher nicht, ne? So, ich gehe mal gucken im Wasser, ob es gefährlich ist. Und sonst schwimmen wir rüber, ne? Das sieht aber wirklich aus, es ist gar nichts los im Wasser. Und dann gehst du mit dem Tier rein. Bist du weitergegangen? Ja, ich bin nur halt hier, war so ein kleiner Dings, da dachte ich, es ist eine Höhle, es ist aber nur ein Durchgang nach hinten. Ich gehe schon mal zum Petri. Ist gut. Aber hier unten im Wasser, der ist. Alles freundlich. Da vermisst man so richtig die Piranhas, oder? Ja. Auf Eis, echt, du hast ja keine 2 Meter im Wasser gemacht, was du schon erledigt. Aha. Warte, geh zurück. Warum? Sein Ausdauer. Du willst doch nicht, dass er absäuft. So, mein Freund. Hast du Sattel dabei? Nein. Genau. Den musst du hinterher ziehen. Mal folgen. Der hat ein Tempo, ey. So, der Stego hat es auch bald geschafft. So. Das ist schön. Der ist ja mit reingeflogen. So. Jetzt brauchen wir ja langsam Futterdruck hier, ne? Ja. Metall haben wir ja. So. Digo Mastax, schon wieder einer. Ab in die Ecke. Ach, du folgst Schleppi. Okay, Freunde. Danke fürs Zuschauen und bis morgen. Bis morgen. Wir gucken nochmal nach dem zweiten, Petri. Ja. Und morgen gibt dann den ersten Rundflug, ne? Mhm. Bis dann. Bis dann. Ciao.